Was glaubt ihr, wie es mir jetzt geht, hier zu sitzen im Café Havelka in einer Zeit wie jetzt, in einer ganz besonderen Zeit? Dass ein Nockerter bei der Tür reinkommt, ist eher nicht zu erwarten, weil wo auch immer der dann oder die dann die Maske hätten. Im Grunde interessiert mich das auch nicht, weil der Geist, der hier herinnen weht, ist ein ganz besonderer. Und dieser Platz, wo ich hier sitze, ist auch ein ganz besonderer. Und der ist frei aus einem ganz bestimmten Grund. Dieses Bild ist aufgetaucht. Man kann es erkennen, es ist genau der gleiche Platz. Allerdings 45 Jahre vor mir ist dieses Bild aufgenommen worden. Da sitzt der Georg. Wir haben versucht, das irgendwie auch Georg-gemäß in Erinnerung hier so jetzt abzufilmen. Ich traue mich gar nicht umschauen. Für mich ist es ein wirklicher, aufregender Moment, hier zu sitzen, wo österreichische Popularmusik-Geschichte geschrieben wurde. Ihr schau, Georg Danzer. Ich bin die feine Mischung, Special Band, solche wie mich, was wie man wähnt. Ich bin die wilde Sorte, Robert Braune Blei. Ich bin aus Österreich. Neu normal im Havelka. Neu normalitätsmäßig entsprechend leergefegt, das Lokal. Was aber gar nichts macht. Nein, weil ruhiger ist. Ruhiger ist. Wir können filmen, weil normalerweise ist es hier brechend voll. Aber so habe ich so das Gefühl, diese schwebenden Geister da herinnen, ja, die umwehen einen. Und es ist eine ausgesprochen leibernde Jö-Schau-Atmosphäre. Außerdem weißt du, warum wir noch Filme kennen? Weil in der Gastronomie Rauchverbot herrscht und früher war ja da eine Nebelschwade an Rauch, wenn es da kommt. Das hast du ja niemanden gesehen. Also, Stichwort. Franz Christian Blecke-Schwarz, Teil 2, heute hier im Havelka. Es dreht sich in erster Linie unser Gespräch um den seligen Georg, aber Rauchen. Da oben hat man uns erklärt, seitens der Chefitäten, dieser Anstrich da oben besteht zum größten Teil aus Nikotin, wurde nie nachgefabelt. Na, man glaubt es nicht. Ja? Ja. Es ist, was da oben ist, der Dunst von Millionen Chick. Der da biegt. Blecki, freut mich sehr. Wir sprechen dort weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Franz Christian Blecki-Schwarz, Musikbranchen-Dino, nicht negativ gemeint, sondern was die Summe der Erinnerungen und Tätigkeiten betrifft. Eine Legende, hat lange Zeit auch im Radio bei Studio Wien Heimat bist du großer Töne moderiert. Einem, ja, ja. Oder noch immer. Über 100 Sendungen. Über 100 Sendungen, eine Sendung, die sich in erster Linie um österreichische Musik kümmert, österreichische Künstler. Er war bei der Plattenfirma, er hat im Ausland bei Konstantin oder mit Konstantin Wecker gelebt und gearbeitet. Manager, Verleger und für mich in erster Linie das, was man neudeutsch einen Believer nennt. Jemand, der an was glaubt. Mhm. An österreichische Musik. Und bevor wir da in Medias Res gehen, würde ich nur ganz gern deine gigantische Austropop-Plattensammlung thematisieren. Gut. Erzähl. Ja, es hat sich natürlich im Laufe der Zeit einiges angesammelt. Aber sowas kannst du natürlich auch nur machen, wenn du den richtigen Partner dazu hast, die so einen Narrischen wie mich halt aushält, der halt in der Wohnung Wände tapeziert, allerdings nicht mit Karten, sondern mit Regalen, wo Schallplatten drinnen stehen. Und so haben sie halt im Laufe der Zeit knapp 17.000 österreichische Tonträger angesammelt, ob das jetzt Singles, LPs, CDs sind und so weiter. Zusätzlich noch Plakate, Bücher, Backstage-Pässe, Notenhefte. Ja, ich will es ja gar nicht aufzählen, was ich da sage. Was sagen die Statiker? Bist du im Köller oder bist du im Sterei? Ich habe müssen, das war so ein Abkommen mit meiner Frau, dann irgendwann einmal mit der Plattensammlung übersiedeln, haben wir Räumlichkeiten angemietet und die sind Gott sei Dank im Souterrain. Und somit habe ich mit dem Gewicht kein Problem und jetzt steht das alles dort. Hast du das in irgendeiner Art und Weise katalogisiert oder ist das der Katalog? Also ich habe bis zu einer gewissen Zeit katalogisiert und auch geordnet,
Und irgendwann einmal, wie mich mein Mitarbeiter verlassen hat und gemeint hat, er muss jetzt unbedingt ein Lokal machen, nämlich der Christian Becker, hat meine Unordnung angefangen. Jetzt tue ich nur mehr katalogisieren und mache das so. Meine Frau sagt dann immer, ich bin der Marcel Bravi der österreichischen Popularmusik, weil ich trage einen Sackel nach dem anderen voll mit Platten, CDs und so weiter ins Büro. Vorher kommen sie allerdings in eine Excel-Datei und man kann mich fragen, ob ich das oder das habe. Und meistens finde ich es dann auch, egal in welcher Unordnung das herumsteht. Ich schmeiße dir jetzt ein Nägelbeißer-Boogie hin. Mhm. Was sagt er das? Das sagt mir, dass es eine Band gegeben hat, die den hervorragenden Namen Misthaufen gehabt hat. Das war der, die Masterminds, die man heute sagen, waren der Alf Graulitz und der Arthur Lauber, der unter anderem das herrliche Lied Orange geschrieben hat, das der Wilfried zum Hit gemacht hat. Und diese Band hat den Nägelbeißer-Boogie gesungen. Und da ist dann dieser legendäre Satz vorgekommen, und außerdem gehst du morgen gleich zum Friseur. Ja, und weißt, wovon das kommt? Weil es Nägel beißt. Genau. Und der Arthur Lauber hat auch die Musik zum Kaisermühlenblues gemacht. Richtig. Großartig. Vielleicht, ich hab's vergessen. Man verzeihe uns, es war unser Safety-Test, Sicherheitstest. Wir sind weit genug auseinander. Ja, und das hast du das nachgemessen? Das scheint mir die Größe oder Länge eines durchschnittlichen österreichischen Wildschweins zu sein, weil den Elefanten, den kleinen, den los machen. Wie du zuerst reingekommen bist und Platz genommen hast, hast du dort Zedeln hingelegt. Ja. Ist gleich Fotos. Und die habe gleich einmal gespernselt. Ja. Und da habe ich etwas gesehen, was mich schier umgehaut hat. Ja. Nämlich eine Reise in die Vergangenheit. Das kann man laut sagen, ja. Georg Danzer, der das Lied über dieses Lokal hier geschrieben hat, war natürlich auch des Öfteren zu Gast. Und da gibt es ein legendäres Foto. Der Georg auf der Bank, vis-à-vis von dir. Das ist da drüben. Das ist da drüben, hinter ja. dir. Mit Gästen. Aber es hat schon eine gewisse Eigenart, wenn man heute, Jahrzehnte später, da sitzt, dort hinschaut, und der hat vielleicht ein ähnliches Heferl wie das in der Hand. Damals hat es die gedruckten Heferl allerdings ja. nicht gegeben. Und der Sessel, der dort steht, könnte ja durchaus auch dieser sein. Ich habe da noch ein zweites Büdel für dich, ja. Auch hier im Lokal aufgenommen. Josephine Havelger und ja. Georg Danzer. Hier steht sie, metallern, am Sockel neben ihrem Ehemann, dem legendären, ebenso legendären, Leopold Havelger. Das war angeblich, oder du hast es gesagt, glaube ich, ist das Foto entstanden wie? Da hat der Plattenfirma hat halt so Pressefotos gemacht und hat auch gebeten, ob man da welche machen darf. Und die Frau Havelger, die ja nicht unbedingt ein Fan von dem Lied war, hat dann zugestimmt, okay, machen wir. Und ich setze mich mit Georg dort hin. Und das war eines der wenigen Fotos, wo die Frau Havelger den Georg freundlich ausschaut, weil sie eigentlich absolut gegen das Lied war. Die Touristen brauchen wir da nicht und so weiter und so fort. Und das ist eben das Foto von dem Tag, wo der Georg der Frau Havelger dann wirklich die Platten überreicht, inklusive dem legendären Werbefoto, besser gesagt einer Zeichnung, die der Stöckl gemacht hat, die dann irgendwo da im Lokal auch sogar herumhängt. Jetzt muss man allerdings den Jungen aus der Pop-Fans, die nicht der Hochrisikogruppe wie wir beide angehören, erklären, was das war. Das Lied hieß oder heißt Jöschau und thematisch dreht es sich darum, dass ein Nacktflitzer hier in dieses Lokal gekommen ist. Genau. Textzitat, Jöschau. So heißt er, Jöschau, nah. Was macht der Nocker da im Havelger? Im Havelger, genau. Und die haben nicht gewusst, dass der Georg dieses Lied aufgenommen hat. Und dann war die Überraschung groß. Genau. Das ist dann plötzlich im Radio gespielt worden und plötzlich sind die Menschenmassen hier hereingeströmt und das Lokal war eh immer bummvoll, weil das von sehr vielen Künstlern frequentiert worden ist. Und auf einmal waren es noch mehr und das war halt der alten Frau Havelger ein bisschen zu viel und daher dieser legendäre Satz. Aber dieser Unmut hat sich ja dann aber auch gelegt. Ne? Er hat sich ein bisschen später gelegt. Der Georg ist ja dann nach Deutschland, hat in Deutschland große Erfolge gefeiert und wie er dann so 89 wieder nach Wien gezogen ist, haben wir gesagt,
wir feiern diesen Tag und gehen ins Havelker. Wir kommen eine bei der Tür. Die Frau Havelker kommt ihm entgegen, zupft ihm so beim Ärmel und sagt, ich bin in der Enima Bass. Herrlich. Blacky Schwarz und Georg Danzer waren viele Jahre ein unzertrennliches Paar. Kann man so sagen. Der Manager, der Künstler, Freundschaft. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, dass, wie Georg aus Deutschland zurückgekommen ist, ihr eure bereits vorher einmal stattfindende Zusammenarbeit weitergeführt habt. Wie er zurückgekommen ist, war die Karriere ja nicht unbedingt am Zenit. Man kann eigentlich von einem Nullpunkt sprechen in Österreich. Wie war das, wenn du dich erinnern kannst? Es war sehr schwierig, weil der Georg hat eine Idee gehabt für eine Platte und die hieß Wieder in Wien. Und das war mehr oder weniger die Hymne dafür, dass er wieder da ist. Und diese Platte, Wieder in Wien, das war die erste Platte, die der Georg und ich gemeinsam gemacht haben, wurde damals bis zu diesem Zeitpunkt die bestverkaufteste Tanzerplatte in Österreich mit knapp 12.000 Einheiten. Man soll es nämlich nicht glauben. Er hat außer Joe Schau keine einzige goldene gemacht vorher LP. In Österreich. LP, ja. Für 25.000 verkaufte Stück damals und für Joe Schau 50.000. Das war die einzige goldene bis zu diesem Zeitpunkt und keine davon hat, von den Produktionen, die er davor gemacht hat, hat den Zehner überschritten. Und wir waren sowas von happy, dass wir 12.000 Einheiten verkauft haben. Und wie kann man das jetzt dann noch weiter forcieren? Und da habe ich das Glück gehabt, den Erich Schindlecker und die Doris Ringseis kennenzulernen von der Agentur E&A in Tulln. Und die haben sich bereit erklärt, eine Solotournee zu organisieren. Und wir sind dann gemeinsam, der Georg und ich, durch fast ganz Österreich, aus Vorarlberg haben wir auslassen, gezogen und haben, wenn man das rückblickend betrachtet, vor unverschämt wenig Leute gespielt. Da waren in manchen Locations waren 250, 300 War Leute. Das mit Band oder? Nein, oder? Nur Solo. Wie heißt mit dem Einkommen von 300 Zuschauern eine Band finanzieren können? Auch damals nicht. Und so hat sich der Georg sukzessive wieder in die Ohren und Köpfe der heimischen Konsumenten gespült und es ist sukzessive, langsam aber stet, immer bergauf gegangen. Wieder in Wien ist eine meiner Lieblingsplatten von ihm und auch die Nummer ist eine meiner absoluten Lieblingsnummern. Übrigens, da spielt der Peter Cornelius. Ja, das wollte ich gerade sagen. Jetzt nimm doch mal meinen Gag weg, weil am Anfang sagt Georg, reiß an, Peter. Genau. Ja. Und dann greift Peter Cornelius in die Seiten. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, dass der Georg hatte ja nach ihr Show gemeinsam, auch parallel mit dem Wolfgang Ambros, so eine Spaßwuchtel-Ära. Ne? Da waren dann so Sachen wie Hupf in Gatsch und so weiter. Ich glaube, das ist ihm aber irgendwann einmal auf die Nerven gegangen, oder? Das ist ihm auf die Nerven gegangen und weil er eben auf diese Art von Lieder reduziert worden ist vom Publikum, hat er sich auf den Weg nach Deutschland gemacht. Weil er ja teilweise sehr anspruchsvolle Lieder geschrieben hat und die wollte in Österreich keiner hören. Und die Lieder haben ihm in Deutschland dann wirklich sehr geholfen. Zusätzlich natürlich seine politische Einstellung und sein Engagement, Börsching, Friedensbewegung und so weiter. Und mit dem Album Ruhe vor dem Sturm hat er dann überhaupt angerammt. Und er war der erste Österreicher, der in Deutschland an der 250.000er Marke gekratzt hat. Also knapp vor, in Deutschland war es ja Gold 250.000 gewesen zu diesem Zeitpunkt. Also knapp vor dieser Marke hat Ruhe vor dem Sturm in Deutschland verkauft. Da gibt es, ich weiß nicht mehr, wer es mir erzählt hat, aber du weißt das sicher noch, sein erstes Konzert im Konzerthaus. Der Vater war ja bei der Post. Ne? Georgs Vater war... Der war nicht bei der Post. Der war aber Beamter. Der war in der Martinstraße im Gemeindeamt Beamter. Genau, Beamter war er, ja. Sowas. Und bei seinem ersten Konzert im Konzerthaus, da war der Vater mit dem Georg backstage, so war die Geschichte. Und der Georg hat unglaublich genervt. Und bevor er auf die Bühne geht, bevor das Konzert losgeht,
Und angeblich hat der Vater zu ihm gesagt, ich hab das ja gesagt, Georg, geh zur Post. So war es. Und was auch wenige Leute wissen, er war bei der Post. Ach, das weiß ich nicht. Er hat tatsächlich, ich glaube, es war am Südbahnhof, in der Paketschupferei gearbeitet. Ehrlich? Als junger, Studentenjob halt. Ja. Na, der hat ja viel gemacht. Mir hat einmal erzählt, dass er auch im Straßenbau gearbeitet hat. Auch das. Und die Legende sagt, dass er in Schweden Leichenwäscher war. Aha, interessant. Das ist ja zum ersten Mal. Sag aber, der Georg war am ersten Blick, wenn man ihn nicht kannte, ein sehr zurückhaltender Mensch mit einer gewissen Grundaggression, wenn man das so sagen darf. Also er hat relativ schnell auch und deutlich seiner Meinung freien Lauf gelassen. Das stimmt sehr wohl. Vor allem, wenn es um charakterliche Dinge gegangen ist, um soziale Dinge gegangen ist, da hat er sehr schnell, sagen wir einmal, laut argumentiert. Das hat sehr viele Leute auch verunsichert. Und gesagt, na, mit dem kannst du nicht reden, das ist ja so ein Hochnoser, der Ignorant und der ist ja ein totaler Kommunist und. Was aber nicht war. Sondern er hat die Leute alle irgendwie so vor einen Röntgenschirm geschoben. Genau. Ne? Ich sage, neudeutsch sage ich immer, gescannt. Ja. Hat sich die Leute auch gescannt und gesagt, na, das könnte was sein, das könnte nichts sein. Und so hat er sich selber geteilt. Dieses Werk hier findet sich in meiner Zaubertasche. Das muss für dich eine ganz besondere Bedeutung haben. Ich habe das Glück gehabt, einen gewissen Herrn Eckenberger bei der Universal kennenzulernen. Junger Bub und trotz seiner Jugend Tanzer-Fan, was man ja gar nicht so glaubt hat. Und mit dem habe ich geplaudert, was können wir machen zum Georg sein Geburtstag. Zum 65er war das. Oder ja, zum 65er, 2011. Und er hat gesagt, na, probieren wir Sachen, die es noch nicht auf Vinyl gegeben hat, auf Vinyl zu veröffentlichen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben dieses Viererpaket erarbeitet. Das sind 3 Doppelalben und eine Nachpressung. Das ist die blaue. Ja, die zeigen wir jetzt her. Bitte herzeigen, ja. Das ist die Dumia. Dumia. Und wir haben uns gedacht, es gibt ja von der Dumia 2 Versionen. Eine, die im regulären Handel war und eine, die nur bei Donauland. Damals eine Buchgemeinschaft, wo jede zweite Familie ihre Zwangsbücher bezogen hat. Die haben so limitierte Auflagen gemacht für sich selbst. Und die wollten unbedingt Viva Weihnachten drauf haben. Und das ist die Donauland-Version, wo Viva Weihnachten drauf ist. Am Original, das im Handel war, ist der Karli drauf. Als erste Nummer auf der zweiten Seite. Da singt der Georg ja auch in dieser Chick-Stimme. Ne? Das ist ja so, so tief. Fast tief, ja. Alter Mann, wie war Weihnachten? Genau. Ne? Wann ich so zurückschaue. Ja. Ein wunderbares Foto vom Didi Lipkowitsch. Wann ich so zurückschaue. Ehrlich. Eine wunderbare Liederzusammenstellung, die allerdings viel Zeit und viel Herzblut gekostet hat. Da ist der Roman zu mir gekommen und gesagt, du hörst, wir sollten so eine wirklich ultimative Zusammenstellung an Tanzerliedern machen. Da sage ich, gut, mache ich da. Das machen wir zum 65er, sage ich, gut, machen wir. Ich setze mich hin und fange einmal zum Reduzieren an. Georg hat knapp über 500 Lieder geschrieben. Und ich bin einmal hergegangen, habe mir alle Alben hergelegt und habe so die Titel durchgeschaut. Was könnte man nehmen? Und war auf ca. 250. Gut. Hab das sickern lassen. Eine Zeit später nehme ich mir die Listen wieder, fange wieder zum Reduzieren an. War ich schon auf knapp über 100. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Gemeinsam sind wir auf 65 Titel gekommen. Juhu, wir gehen ins Mastering. Wir gehen ins Mastering. Ruft das Mastering-Studio an und sagt, tut mir leid, zu lange. Jetzt sind wir zwei gesessen. Welches dieser 65 Kinder lasst du sterben, dass du auf die Zeiten kommst? 7 Minuten waren wir zu lang. 2 Lieder haben müssen weg.
Aber ich glaube, weder der Roman noch ich werden verraten, welche es sind. Sag, was mir aufgefallen ist, da große Dinge. Ja. Das ist ja auch ein Titel, der uns beide verbindet, ja, weil auch hier eine Produktplatzierung, Verzeihung, ja, aber mit Produktplatzierungen wird halt alles viel bunter. Nicht so nur dieses Album, sondern wir haben ja miteinander ein Buch geschrieben. Aber was mir aufgefallen ist, ist das Chick-Buckel. Ja. Ist das nicht im Nachhinein, tut das nicht ein bisschen weh, gerade beim Georg? Ich sage jetzt einmal so, der Herr Haberzettel, der dieses wunderbare Werk geschaffen hat, das ist übrigens die, mit Ausnahme der Zigaretten, die Spitzerkisten meiner Tochter. Auch was Inhalt betrifft? Was den Inhalt betrifft, ja. Deine Tochter hatte mit UKW-Radios der 50er Jahre. So, ja. Weil ich nicht gewusst habe, wo ich hin, weil ich habe ja auch eine Radiosammlung nur so nebenbei. Den habe ich halt auch eine da, weil er mal im Weg war. Und Bruno Haberzettel hat dieses wunderbare Werk gestaltet. Ich habe Gott sei Dank das Original noch in meinem Besitz. Aber die Zigaretten waren halt damals mehr oder weniger ein Markenzeichen des österreichischen Marlboro-Man, nämlich des Georg Danzer. Und es gibt bis zu dieser Zeit eigentlich ganz, ganz wenige Fotos, wo er keine Zigaretten in der Hand oder sogar im Mund hat. Und es gibt sogar ein Plattencover, nämlich die Echt Danzer, wo ein Foto drauf ist vom Metropol, wo er noch auf der Bühne rauchen durfte. Aber er ist ja als Nichtraucher gestorben. Er ist als Nichtraucher gestorben. Eigentlich paradox. Ne? Ja, ja. Weil wie sein Sohn Nummer 3 auf die Welt gekommen ist, hat er gesagt, nein, in Gegenwart von kleinen Kindern soll man nicht rauchen, darf man nicht rauchen und hat sich das Rauchen angewöhnt. Möglicherweise war es zu spät, man weiß es nicht. Blecki, rückblickend, ist mir natürlich eine saudepperte Frage, wie wichtig war Georg Danzer für dich? Eigentlich ist es keine Frage, sondern eine Feststellung, nämlich seitdem Georg nicht mehr lebt, bist du ja der, der quasi seinen Nachlass pflegt und weiterverwaltet. Der Georg hat mich kurz vor seinem Tod in einem Schreiben ersucht, dass ich mich respektvoll um seinen künstlerischen Nachlass kümmere. Und das tue ich heute nach wie vor. Und ich habe Gott sei Dank das Glück, mit vielen österreichischen Musikern Kontakt zu haben, die meiner Meinung sind und die mich jedes Jahr unterstützen. Wenn wer so rund um den Geburtstag von Georg eine Veranstaltung macht, die heißt Danke Danzer, in einem Lokal, das heißt Local, das dem Christian Becker gehört, der in den letzten Jahren dem Georg auch sehr nahe gekommen ist. Und wir machen dort jedes Jahr ein, zwei Konzerte unter dem Titel Danke Danzer. Und alle, die dort auftreten, spielen umsonst, keiner kassiert nur irgendeinen Cent, muss man heute sagen. Und die Gesamteinnahmen, also nicht der Reinerlös, sondern die Gesamteinnahmen gingen ja sozusagen in Memoriam Georg Danzer an die St. Anna Kinderkrebsforschung. Und wir haben voriges Jahr ein Schreiben bekommen von dieser St. Anna Kinderkrebsforschung, dass es uns gelungen ist, knapp 85.000 Euro zu spenden. Und das ist meiner Meinung nach eine tolle Geschichte. Georgs Vater ist ja auch freiwillig aus dem Leben geschieden und der hat ja seinen Abgang, was ich weiß, auch entsprechend geplant. Ja, der hat ganz ordentlich, das Auto steht dort, die Autoschlüssel liegen da, hat einen Brief hinterlassen. Der Georg hat seinen Abschied ja auch sehr akkurat vorbereitet. Ja. Es hat Listen gegeben von seinen persönlichen Habseligkeiten, inklusive Technik. Georg hat ja im Keller ein schönes Tonstudio gehabt. Das war wirklich genau aufgelistet. Digital kriegt der Bur. Das kriegt der Blecki, das kriegt die Püppi, die Daniela, seine Tochter. Das Mischpult kriegt der Andi. Und so war das wirklich eine Liste, die komplett abgearbeitet werden konnte, ohne dass es irgendwelche Streitereien gegeben hätte. Was mit dem ganzen Hab und Gut vom Georg passiert. Und mit einer seiner Gitarren ist er ja zum Hans Tessink gegangen. Das war schon etwas vorher. Ja. Der Georg hat gehabt eine 12-seitige Martin und die hat er dann
nicht mehr so oft gespielt und hat sich gedacht, da verkaufen will ich es nicht, was tue ich damit? Und dann ist ihm die Idee gekommen, die gebe ich dem Hans. Und so sind wir eines Tages ins Liebhardstal gefahren, der Georg und ich, der Georg mit dem Koffer. Und der Georg hat dem Hans die Gitarre überreicht. Und seitdem spielt der Hans in fast allen seinen Solokonzerten das Lied Die Freiheit mit der Gitarre. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ja. Berührend. Absolut, ja. Ich weiß, auf dem Gitarrenkoffer sind auch die Initialen von Georg drauf. Die kleben von ihm handgeschrieben, ja. Mit goldenem Filzstift. Ja, da drauf richtig. Und der Hans sagt dann immer, wenn ich die Gitarre spiele, spüre ich die Seele von Georg. Und das ist ein Sager, der sehr zu Herzen geht. Mir ist etwas sehr zu Herzen gegangen, an das ich mich erinnere bei einem Gespräch zwischen uns beiden. Du hast mir erzählt, dass der Georg und du ihr immer die Idee und den Wunsch gehabt habt, gemeinsam durch Amerika zu fahren. Ja. Und da gab es eine Situation, wie du ihn abgeholt hast im Krankenhaus, aus dem Krankenhaus. Also es war so, ich habe den Georg, weil er ja teilweise nicht mehr selber fahren konnte, des Öfteren abgeholt von daheim und habe ihn zu den jeweiligen Behandlungsstätten geführt und unter anderem auch zu einem privaten Arzt. Und da waren wir am Freitag, bevor er gestorben ist, waren wir wieder dort bei dem Arzt und der Georg liegt auf der Liege mit seiner Infusion und wir plaudern so. Und noch an diesem Tag haben wir besprochen, wie wir es angehen. Fliegen wir nach Alaska und fahren bis Toronto zu meinem Onkel, mieten uns dort ein bisschen ein an dem See, von wo mein Onkel gewohnt hat, und fliegen dann heim. Oder wir fangen an mit Toronto, also mit dem Seebesuch, und nehmen dann unseren Camper und fahren bis Alaska und fliegen dann wieder zurück. Hauptsache ist entlang der Rockies. Und das war immer unser Traum, das zu machen, wie ich dann heimgeführt habe. Haben wir natürlich dann geredet und also jetzt werden wir bald fahren können. Und dann sagt der Georg zu mir, Alter, kapier endlich, dass ich sterben muss. Ja. Und das war für mich so, ich glaube, so einen großen Vorschlag haben wir, gibt es gar nicht, den ich damals am Schädel gekriegt habe. Wie es dann soweit war, in der Nacht ist ein Unwetter über Wien gezogen. Ja. Gell? Also man kann das jetzt deuten oder nicht deuten, aber es ist trotzdem, es rinnt dann irgendwie kalt, aber wenn man... Da erzählt bei unserem Tanzabend Klaus Pérez Salado, der ja ein spanischer Native Speaker ist und der mit dem Georg auch sehr befreundet war. Der Klaus hat in dieser Nacht ein Erlebnis gehabt, dass eben dieses Gewitter gekommen ist und sein Fenster aufgedruckt hat und das hat einen mörderischen Schäberer gemacht und er hat nicht gewusst, was los ist. Und zwei Tage später hat er dann aus den Medien erfahren, dass zu dem Zeitpunkt der Georg gestorben ist. Georg Danzer, wir haben ihn alle sehr gut in Erinnerung und für mich ist es so, immer wieder, wenn ich darauf angesprochen werde, auch auf unser Buch und auf den Georg, sage ich immer, ich wünsche mir jetzt eigentlich an so einen Georg Danzer da, weil wenn du schaust, was heute Leute tun, um in irgendeiner Art und Weise in der Öffentlichkeit zu stehen, dass die bereit sind, aus 10 Meter Höhe in einen Teller Frittatensuppe zu hüpfen, ne? Nur um irgendwie Aufmerksamkeit zu kreieren. Da war der Georg ein ganz anderer Typ. Dazu brauchst du aber auch Lebenserfahrung und ohne die geht es ganz einfach nicht. Wenn du die Lebenserfahrung und die Abgeklärtheit, so wie es der Georg eben gehabt hat, nach über 40 Jahren Branchenzugehörigkeit, geht das gar nicht. Du versuchst halt, und das machen halt auch viele, denen auch das Quäntchen Talent vielleicht fehlt, was selber nicht kapieren, dass einer fehlt, aber sie wollen trotzdem in die Öffentlichkeit, dann lassen sie halt Menschen immer irgendwelche merkwürdigen Dinge einfallen und das gipfelt dann heute halt in so Dingen wie Frittatensuppenteller. Ne? Das hätte er nie gemacht. Ja. Also Aktionen in der Art. Aber weil du sagst Lebenserfahrung, das ist für mich das Stichwort. Ich möchte kurz auf Austria 3 sprechen zu kommen, aber auf die drei Protagonisten, die da wären: Wolfgang Ambros, Reinhard Fendrich, Georg Danzer. Ja. Ursprünglich eine Idee vom Reinhard, was ich weiß. Ja. Und daraus ist dann dieses Triumvirat geworden, das sich in allererste Idee war ja ein
Obdachlosen-Benefiz-Geschichte, ja, soweit ich mich erinnern kann. Die Geschichte war die, dass der Harry Fendrich, der Bruder, hat eine Freundin damals gehabt, die hat geheißen Tina, die hat eine Bachelorarbeit oder so irgendwas geschrieben über die Obdachlosen in Wien und hat die dem Reinhard zum Korrekturlesen gegeben. Und der Reinhard hat die Geschichte gelesen und hat auf das hinauf gesagt, eigentlich muss ich was tun für diese Geschichte. Und ist zum Wolfgang gefahren. Und hat dem Wolfgang diese Idee dargebracht und hat gesagt, ich möchte ein Benefizkonzert machen, das nur zugunsten der Obdachlosen geht. Aber ich hätte noch gern den Tanzer dabei. Ich kenne ihn nicht so gut. Kannst du nicht was tun? Wolfgang greift zum Telefon, ruft den Georg an, sagt, du, der Reinhard sitzt gerade bei mir. Und also Reinhard und Georg kannten sich ja nicht persönlich, sondern halt so, wie man sie in der Branche kennt. Und sagt, du, der Reinhard sitzt da gerade bei mir und hat mir eine wunderbare Idee unterbreitet. Komm gar rum. Georg setzt ins Auto, fährt zum Wolfgang rum nach Pressbaum. Die drei sitzen zusammen. Und im Zuge dieses Gespräches ist Austria 3 entstanden. Der Wolfgang oder der Georg war ja den Wolfgang sein Trauzeuge oder umgekehrt. Genau. Ja. Gibt es ja auch die Geschichte, hat mir der Wolfgang erzählt, dass die da irgendwie gemeinsam durch Salzburg geplätscht sind in der Nacht mit dem Auto und auch aufgehalten wurden von der Polizei. Es gibt ein paar lustige Geschichten, ja, von den zwei miteinander. Aber die drei, da gibt es eine Geschichte, die mir sehr gut gefällt, weil sie ja auch so schön in den Zeitgeist widerspiegelt, in dem wir uns jetzt befinden. Die haben ja angeblich beim Reinhard auf Mallorca geprobt oder irgendwie Lieder geschrieben, mhm, oder sonst irgendwie. Und da war ja auch immer der Rioja ein Thema. Okay. Ja, so. Hätte ich gar nicht gewusst. Und im Zuge dieser Männergespräche soll es darum gegangen sein, dass man sich, da wurde thematisiert, dass die Schambehaarung, ja, mhm, so wie sie in den 60er und 70er Jahren eigentlich Usus war, heutzutage nicht mehr existiert. Mhm. Und da haben die drei spontan am Tisch die Ode an das Schamhaar, den Text geschrieben. Ja. So, das ist, jeder hat eine Zeile geschrieben, angeblich. Ich weiß es nicht, ich kenne den Text nicht. Das war ein Treffen und wir sitzen so beieinander und ich weiß nicht mehr, warum und wieso ist mir die Idee gekommen, warum machen wir mit Austria 3 nicht Lumpazzi Vagabundus neu? Mhm. Und ich erzähle das dem Georg. Ich habe gesagt, ja, keine blöde Idee. Erzähl das den anderen auch. Ich habe das den anderen beiden auch erzählt. Und man soll es nicht glauben, sie waren sofort einer Meinung, das machen wir. Einwand vom Georg, bin ich nicht schon zu alt dafür? Gut. Aber dieses Ding ist gereift und gereift. Sie haben Drehbücher geschrieben, haben das dem ORF angeboten. Der hat halt seine Einwände gehabt. Neue Drehbuchautoren und so weiter und so fort. Dann ist der Rudi Dollezahl noch ins Boot gekommen, hat Kalkulationen gemacht, Bi und Ba und Bo. Und irgendwann einmal hat es geheißen, der Film ist zu teuer. Das können wir nicht machen. Aber im Zuge der Treffen davor, wo am Liedmaterial gearbeitet wurde, war es dann so, dass man gesagt hat, okay, wir fliegen jetzt die ganze Partie ab, wieder mal zum Reinhard und ein jeder der drei Herren bringt Lieder mit, die zu diesem Thema passen täten. Ich will ihm ja nicht loben, aber der Georg war der Fleißigste, der hat tatsächlich 4 neue Lieder gebracht. Der Reinhard war mit 2,5 dabei und der Wolfgang mit 2 Layouts. Und im Zuge dieser Proben und Dings ist natürlich, wie du richtig gesagt hast, noch ein bisschen dem einen oder anderen Glas Rioja die Stimmung sehr gut gewesen und haben gesagt, jetzt brauchen wir ein Lied, das wir gemeinsam schreiben. Und so ist diese Ode entstanden. Und der Rudi Dollezahl behauptet, ich habe diesen Originaltext, ich behaupte, der Rudi hat ihn. Da ihm keiner von uns beiden hat, muss er verschollen sein. Schade. Georg, wir lassen ihm in Frieden ruhen, gedenken seiner jeden Tag.
immer wieder. Ja, das stimmt, ja. Nichtsdestotrotz, das Leben geht weiter. Die österreichische Musik ist, wie wir wissen, dir ein unglaubliches Anliegen. Ja. Inwiefern siehst du die Zukunft in einer Zeit wie jetzt? Ich war noch nie so euphorisch wie jetzt, wenn ich an die Zukunft der österreichischen Popularmusik denke. Weil es passiert dermaßen viel und noch dazu in allen erdenklichen Musikrichtungen. Du hast vom politischen Rap angefangen bis zu wunderschönen Liebesliedern und Balladen, hast du ganz einfach quer durch den Gemüsegarten alles. Wir könnten mit österreichischer Musik, egal welches Landesstudio und egal welcher Radiosender, ob privat oder staatlich, ungeschaut mindestens den halben Tag ein Programm machen, ohne dass die Leute sagen, das ist ein Scheiß. Du hast auch für Regionalradios, du hast so Sachen wie die hervorragenden Seher zum Beispiel, die nicht unbedingt Popmusik machen, aber die in Privatradios passen, die in Regionalradios passen. Und du hast auf der anderen Seite den Nino aus Wien, der Underground macht. Du hast den hervorragenden Ernst Molden, der meiner Meinung nach einer der besten Dialekt-Chansonniers ist, die wir zurzeit in Österreich haben. Es ist alles da. Man muss nur ausgraben, sich die Mühe machen, es anzuhören und dem Publikum zu Gehör bringen. Wenn das einmal soweit ist, ist die österreichische Popularmusik eine Goldgrube für alle Beteiligten. Es ist auch die Rückkehr des Dialekts, muss ich sagen, etwas, was uns alle auch berührt. Und vor allem Dialekt in allen Bundesländern. Kärntner Raps, Tiroler Hardrock. Matakustik. Zum Beispiel. Ja. Du hast die Texte, ja. Du hast Wander, du hast Bilderbuch, du hast Rockmusik, du hast Schlager, ähnliche Dinge, ja, in Hülle und Fülle. Also es ist wirklich alles da. Man braucht sie als Musikschaffender und als jemand, der für die österreichische Popularmusik tätig ist, nicht genieren für das, was gerade passiert. Und ich werde nicht müde, das zu betonen. Du hast zuerst das Stichwort ausgraben. Wir haben mir da in meinem Notizbüchel reingeschrieben, Erinnerungsspiel. Und das möchte ich ganz kurz mit dir anhand einer Liste so durchgehen. Ja, bin schon gespannt, was da rauskommt. Da habe ich zum Beispiel einen gewissen Norbert Kainz entdeckt. Ja. Who the hell was Norbert Kainz? Norbert Kainz war ein Singer-Songwriter, der immer so im Schatten vom Reinhard Fendrich gestanden ist, aber diesen Schatten nie übersprungen. Macht er noch was? So viel, weiß nicht, so viel du weißt nicht. Ja, dann habe ich da zum Beispiel auch, kann ich mich noch gut daran erinnern, die John Fox Band. Der Fuchs Hansi, ja. Der Fuchs Hansi, das ist ein Stichwort. Ein Künstler, der Popularmusik gemacht hat, aber zwischen dem herkömmlichen Pop, den man schlicht und einfach als Pop bezeichnet, und Schlager immer so hin und her kupft ist, ein One-Hit-Wonder. Hat sie aber mit den nachfolgenden Singles doch noch halbwegs über Wasser gehalten, hat dann eigene Plattenfirma aufgemacht, John Fox Records, hat versucht, Künstler, die ungefähr in seine Musikrichtung passen, zu protegieren, und plötzlich war er weg. Und gibt es... Luftschlösser bauen, ja, wann wirst du erinnern. Nordkastel schauen, Luftschlösser bauen, ja. Genau. Sag, weil ich ihn auch da drauf entdecke auf dieser Liste, Boris Bukowski ist ja auch ein Nimmermüder. Wenn du den Boris heute auf der Bühne siehst, ja, oder hörst und die Augen zumachst, denkst du, was wird der sein? Der wird 50 sein oder was? Ja. Nein, nix. Ja. Macht heute noch Solo, also nicht ganz Solo-Abende mit einem zweiten Musiker zusammen, ist nach wie vor, sage ich jetzt einmal, ziemlich gut besucht und ist ja ein Urgestein der steirischen Popmusik. Ja, das war Magic, war das. Der Nukleus der steirischen, ja, Szene. Und Künstler von Universal. Ja, beispielsweise. Ja. Was mir allerdings auffällt und was mir an dieser Stelle ganz wichtig ist, ja, wir reden, das ist alles ein Boys Club. Und ich bin davon überzeugt, wir werden in absehbarer Zeit einmal das Ganze auch zum Frauenthema machen, also Frauen und Sängerinnen, Künstlerinnen zum Thema machen müssen. Da gibt es so viele. Ob das jetzt Clara Lucia ist beispielsweise, aus der jetzigen, ja, Generation. Jasmo. Jasmo und. Sibylle Käfer, wie sie richtig alle heißen. Und jetzt überhaupt die liebe Frau Horn mit diesem großartigen Album, die was sie gemacht hat. Die ist ein Wahnsinn. Ja, die.
Aber ich möchte auf keinen Fall in den Geruch kommen, dass wir da ein alter weißer Männerclub, ein Club alter weißer Männer sind. Das Problem war ja nur, dass nach der Marianne Mendt die Plattenfirmen auch keine Frauen gefördert haben. Bis auf meine liebe Freundin Stefanie Werger, die ja, nach wie vor die Lideratin, ja, das Wort brauche ich mir immer gern von ihr aus. Ich glaube, das ist die, ein wunderbares Wort. Ja, die ich wirklich gerne mal hier begrüßen würde, weil sie hat so unglaublich viel zu erzählen. Ein Erfahrungs- und Erinnerungsschatz. Hast du übrigens ein Büchlein gelesen? Ja. Großartig. Alle beide, ja. Und dann dürfen wir auch nicht vergessen, ewig eingebrannt, vor allem aus dem Bereich österreichisches Chanson, Maria Bill. Da kann ich mich noch erinnern, eine lustige Geschichte. Sagt dir der Erich Götzinger noch was? Na erst, der Fernsehmoderator. Sport. Der schöne Erich. Der schöne Erich. Ja. Hat sogar zwei Singles gemacht, die wunderbar schlecht sind. Aber es ist ja wurscht. Und der hat zu mir eines Tages gesagt, geh mit mir ins Schauspielhaus, da ist heute Audition. So, ja, was ist für Audition? Na, für so ein Biaf-Stickel. Na, ich bin mit ihm ins Schauspielhaus und wen sehe ich bei dieser Audition? Maria Bill. So klar, so eine Stimme. Unglaublich großartig. Aber ich habe es nicht einordnen können. Ist das jetzt auch plattentauglich, was sie macht? Ist das nicht zu sehr aus dem Ausland herbeigeholt durch die französischen Lieder? Und somit, dann habe ich es aus den Augen verloren. Und erst wie der Christian Kolonowitz mir erzählt hat, du, ich habe da jetzt eine leibende Sängerin entdeckt, die Bill. Ah, so, ja, von der habe ich schon gehört. Ja, und die produziere ich jetzt gerade. Und so ist die dann auch bei Polydor gelandet. Ja, Wahnsinn. Also ich möchte landen beispielsweise, super ist Nummer, also ist ein Klassiker, zeitlos Klassiker. Diese Zeitlosigkeit, ja, die haben wir hier leider Gottes nicht, weil wir sind ein bisschen zeitlich limitiert. Nichtsdestotrotz, lieber Blecki, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ist schon wieder vorbei. Ja, das rast. Ja. Ja, unglaublich. Ja. Ich will noch nicht heimgehen. Ja. Weil, was fix ist, so werden wir das Havelker so wie jetzt, ja, bald nimmer mehr sehen. Ja. Wird ein Zeitdokument sein. Absolut, ja. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Gerne. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Gesund bleiben. Ihnen viel Freude mit österreichischer Musik. Wir beide haben sie seit Jahrzehnten. Sie sind noch jung. Stellen Sie sich auf die nächsten 50 Jahre Austropop ist gleich österreichische Musik ein. Viel Freude, alles Gute, bleiben Sie gesund. Danke. Ja, bleibt mir eigentlich auch nur mehr zu sagen, habe die Ehre und viel Spaß mit österreichischer Popularmusik. Ich bin die feine Mischung, Special Band, solche wie mich, was wie man den nennt. Ich bin die wilde Sorte, aber braune Blei. Ich bin aus Österreich.